Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Anno 1800 hier auf meinem Kanal. Wir sind zurück in der alten Welt, denn wir müssen uns um die Versorgung kümmern. Um die Versorgung im Cryptloni. Da fehlt es nämlich an verschiedensten Dingen und ich sehe gerade, wir haben auch hier einen Mangel. Der woraus genau besteht? Die sind versorgt. Das kann nur auf unsere Industrie, in, na gut, Markt, Marktplätze, aber... Tag für Tag diese oh. Plackerei. Dann kann es eigentlich nur hierher kommen, dass hier irgendwas fehlt. Und zwar alles. Uiuiui. Ui, ui. Na dann. Also wir haben ja auch in letzter Zeit sehr, sehr viel gebaut und keine Rücksicht drauf genommen. Und da würde noch eine Schweinefarm hinfassen. Keine Rücksicht drauf genommen. Das Haus Hager hat keine Verwendung für dich. Okay, dann nicht. Und so um die Versorgung zu kümmern, das haben wir halt alles nicht gemacht. Das könnte uns jetzt hier so ein bisschen zum Verhängnis werden. Mal ein bisschen ausbauen. Einmal das, dann brauchen die auch noch mal Fisch. Ich befürchte nur, wir haben hier keine Möglichkeiten mehr, Fisch herzustellen, ne? War das so? Schade, dass wir das an Land halt auch bauen müssen und nicht einfach draußen vor die Küste sitzen können. Ja, also Fisch haben wir hier jetzt nicht mehr. Das können wir jetzt nicht mehr machen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das auch von irgendeiner anderen Insel mal holen. Aber solange der Rest wieder gut läuft, sollte das Ganze eigentlich kein Problem darstellen. Wobei auch Schnaps zur Neige geht. Zur Stelle. Hier kommt Schnaps. Der muss theoretisch noch mehr mitnehmen. Hier ist ja viel Schnaps da. Das heißt, wir können den ruhig ausbauen. Dann machen wir das auch. Da ist nur Schnaps drauf, ne? Hier. Dann würde ich ruhig sagen, wir nehmen volle Möhre mit. Aber irgendwoher muss halt auch noch Fisch kommen. Wir haben ja hier oben noch so eine kleine Insel. Fisch wollte ich haben. Wenn du stattdessen einen Kampf willst, bekommst du ihn. Nö, denk will ich nicht. Einer von uns. Müssen wir gleich mal Material hinbringen hier. So. Was brauchen wir denn? Holz wahrscheinlich nur, ne? Wird reichen. Da haben wir noch ein Schiff. Einmal Holz. Hier hoch. Segel setzen. Dann können die hier noch Fisch produzieren. Das bringen wir dann zu dieser Insel hin. Dann können wir das ein bisschen runterschrauben. Da haben wir nämlich jetzt ein großes Problem mit Arbeitskräften. Ich unterstütze sie. Auch wenn ich weil hier auf der Insel natürlich, jetzt fehlt es auch am Schnaps. Also das müssen wir erstmal in Ordnung bringen. Hallo? Bevor es irgendwie weitergeht. Wobei es jetzt eigentlich passen müsste. Fisch, wie gesagt, müssen wir mal schauen. Achso, wir müssen dann auch noch ein Schiff einsetzen.
Können wir nicht den direkt nehmen? Dass der da. Ne, da muss er da hoch und dann muss er wieder zurück. Kann der nicht noch eine Station weiterfahren? Dann muss der. So, falsch. Da und dann fährt er nochmal da vorbei. Oh, ich wusste gar nicht, dass man hier Punkte setzen kann. Nein. Wartet mal. Da. Und dann wieder da. So, jetzt passt es. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Und dann muss der Fisch laden. So sollte es jetzt passen. Der fährt gerade da auch aus dem Hafen wieder aus. Irgendwo. Der. Hi. Der ist auch leer. Das ist nämlich sonst ein Problem, aber das läuft ja dann wunderbar. Sieh an, der Idiot ist zurück. Keine Änderung? Wirklich? Und hier haben wir sogar keine noch Änderung. Eisen auch. Okay, dann wäre es aber doch eine Überlegung, irgendwann mal das Eisen noch abzubauen. Wir brauchen nämlich noch Eisen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das im Capitoloni nicht reicht. Dann könnten wir es dahin bringen und mit. Ach nee, der fährt hier unten ab. Hm. Also wir brauchen sowieso nochmal neue Schiffe demnächst. Um die ein oder andere Route zu erstellen. So, jetzt haben wir hier aber wieder Arbeitskräfte. Das läuft erstmal. Dann können wir mal hier gucken, dass wir hier nochmal ausbauen. 150 Tonnen Würste. Mitnehmen tun die 200 Tonnen. Und die kommen auch gerade, die Schiffe. Das ist natürlich perfekt, dass wir da mal reinschauen. Erwarten neue Horizonte. Ja, logisch, der fährt jetzt voll los. Da müssen wir bei dem anderen nochmal gucken. Aber generell wäre es halt wichtig. Ne, guck mal, der. Beendet. Der. Der nimmt nur Schweine mit. Und trotzdem sind ja noch 200 Tonnen Wurst da drin. Ein neuer Auftrag. Das heißt, auf dieser Linie müssten wir nochmal nachrüsten. Haben wir noch ein Schiff da? Entweder noch ein viertes oder wir setzen zwei Frachtschiffe ein. Wir gucken mal. Hat vielleicht jemand was wahrscheinlich nicht zu verkaufen, ne? Hm. Schade. Wir brauchen Frachtschiffe. Ich möchte die jetzt nicht bauen. Habe ich gerade keine Lust zu. So, hier würden wir zumindest einen bekommen. Und einen hätten wir noch. Kisten unter Deck! So, der heißt Hannibal. Hannibal und die Feierlichkeiten sind beendet. Admiral Kaunitz. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. So. Der macht sich auf den Weg. Ja, wir können trotzdem nochmal Schiffe bauen. Ne, brauchen wir ja Strom für, ne? Wir haben aber keinen Strom hier auf der Insel. Hm. Da müssen wir uns die Schiffe mal irgendwann kaufen noch. Und dann müssen wir noch die Route anpassen. Spielstand gespeichert. Ist ja nochmal Wurst und nochmal
Seife voll mitnimmt. So, und dann müssen wir auch mal die anderen Schiffe rausnehmen. Nichtsdestotrotz würde das ja bedeuten, dass wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Seife herstellen können. Ah, da haben wir sogar noch hier, guck mal. Zwei Siedereien, die wir ausbauen können. Wir haben 4 Vasenmeistereien und 6 Siedereien. Wir bräuchten 12, oder nicht? Ach nee, das sind jetzt... Ah, ich habe die falschen gebaut. Ups. Es mangelt an Arbeitskraft. Das heißt, wir bräuchten jetzt 12, ne? Ha. So. Das sollte passen. Dass dann da mehr nachkommt. Und wenn die Schiffe dann hier drüben sind, mit Fleisch und Seife, dann können wir die hier entladen und dann hier lassen. Ich habe nochmal hier auf jeden Fall den Hopfen erweitert. Der steigt jetzt. Wir brauchen aber immer noch deutlichst mehr Weizen. Deutlich mehr. Da können wir hier oben direkt weiterbauen. So. Wollte es einmal dicht machen. So. Und oben auch. Ey, ich hoffe, der Platz reicht hier. Schade, der Wahnsinn. Was ist denn da los? Diese Straße kommt weg. Die hat ja theoretisch hier eine Verbindung, nein, hat sie nicht. Jetzt schon. Dann können wir nämlich hier noch weitermachen. So. Und so. Da passt bestimmt auch noch einer hin. Hier. Können wir noch welche runterziehen? Na, leck. Oh. Das sollte bald auch der Vergangenheit angehören. Denn es ist jetzt nicht mehr lange, dann gibt es einen neuen Prozessor, ein neues. Neues Upgrade für meinen PC. Freue ich mich schon drauf. Gucken wir mal, ob wir dann flüssigeres Gaming haben.
Spielstand gespeichert. Fahren wir hier nochmal eine Straße runter erstmal. Gucken wir mal, ob wir das vielleicht nochmal verschieben müssen irgendwann. Oh nein, das ist ja fürchterlich. Ich hätte es gerne in der Mitte drin eigentlich. Bin gerade am Überlegen. Lassen Sie hochlegen. Dass wir den vielleicht hier hinschieben. Mal ganz kurz. Ja, das geht nämlich. Bisschen anders machen. Das muss jetzt sein. Weil ich will das richtig cool haben hier. Ich hoffe, das wäre jetzt wunderbar. Leider nicht. Ich guck mal ganz kurz, wie weit wir hier runter müssten. Machen wir es nämlich so. Dann befinden sich nämlich hier die schönen Windmühlen in dem Getreidefeld. Dann sollte das irgendwann steigen. Wir brauchen weiterhin mehr von diesen ganzen Sachen. Und vor allem brauchen wir auch mehr Arbeitskräfte hier auf der Insel. Sie gehören schon fast zur Familie. Krass, wir hatten hier angefangen. Hier machen wir auch noch weiter. Diese Insel befüllen wir noch. So, wir müssen hier mal gucken, wie wir das hier umbauen könnten. Vielleicht ein Lagerhaus hier auf die Seite, das andere Korn. Vielleicht dahin. Gucken wir mal. Ich würde das auf jeden Fall einmal so umbauen. Und das ist hier die Straße wohin? Zum restlichen Hafen. Gucken wir doch mal. So. Ja, die können wir eigentlich auch ein Stück nach hinten setzen. Und hier passt es. Perfekt. So. Haben wir irgendwas vergessen? Hier eine Kirche, ne? Wenn die jetzt hier hinpassen würde. Wäre das sehr schön. Passt. Versorgt diesen Bereich sehr gut. Dann sollten die eigentlich schon alles haben hier auf der Insel. Stand
gespeichert. Dann ist das quasi auch schon bebaut hier. So. Schön, schön. Und dann können wir mal ganz kurz gucken. Hast wir wollten auch den Sache Hafen auf machen. Den Grund gehen? Du Nö. Hast mir hier ein fürchterliches Chaos hinterlassen. Wie sieht's aus? Alles im Moment ganz gut. Wurst, ja, wissen wir. Ich habe ein bisschen Befürchtung, dass das wieder noch nicht reicht. Wir müssen das im Blick behalten. Aber wir brauchen das nicht im Blick behalten. Wir können einfach noch ein paar Bäckereien auch bauen. Schön bei der Stadt, das passt sich doch eigentlich ganz gut immer. Und dann brauchen wir bestimmt auch weitere Windmühlen. Seta-Seife ist auch weg. Oh, Malz geht auch weg. Wie sonst was, auch da bräuchten wir nochmal eine Brauerei. So. Heftig, da haben wir lange schleifen lassen, dass das so aussieht, wie es ist im Moment. So, wir können mehr, weil ich glaube, der sagt ja öfters mal, dass in der neuen Welt ein Arbeitermangel herrscht. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass da zum Beispiel Bier und Nähmaschinen fehlen. Ich bin gespannt, was die Zukunft alles bringen wird. Hier zum Beispiel. Feine Sache. Ah, die haben noch nicht. Da. Ja, die sind leicht versorgt. Hier haben wir aber Minus zum Beispiel, aber das ist an den falschen, das Minus. Hier ein leichtes Minus. Hier ist gar nichts. Ja, vielleicht ist auch gerade gut, aber ich würde versuchen. Na, jetzt sind wir falsch. Einfach nochmal mehr Nähmaschinen zu bauen. Dafür können wir eigentlich hier direkt nochmal einen Hochofen bauen, weil wir haben, meine ich, so viel Überschuss. Ab Kohle nicht ganz so. Wir haben aber alle Kohleminen belegt. Ja, okay. Da müssen wir mal gucken, wie wir das regeln. Ah, passt nicht ein nach hinten. Das ist ja schade. Na gut, machen wir es hier so. Dass wir dann vielleicht hier irgendwo dran anschließen können. Das waren vielleicht so ein paar viele, ne? Naja, egal, wir lassen die laufen. Wir haben ja, glaube ich, auf den anderen Inseln das noch gar nicht in Beschlag genommen. Das heißt, das sollte laufen und dann könnten wir, vorausgesetzt mit genügend Holz, jawohl. Jetzt geht hier auch das Brot hoch. Und wir haben ja sowieso schon super viel Stall da. Das heißt, wir könnten ruhig nochmal mindestens zwei Nähmaschinenfabriken bauen. Ich finde das immer so ärgerlich, dass das nicht passt überall. Aber hier kann man es passend machen. Mal schauen. Wenn man hier diese Straße entfernt. Spielstand gespeichert.
Du hast zu viele Leichen im So. Würde es auch so passen erstmal. Und da müssen wir mal gucken. Da finden wir bestimmt noch ein passendes Gebäude. Die hier. Wahrscheinlich ist hier auch nochmal ein Lagerhaus sehr sinnvoll. Wobei hier sehe ich jetzt nicht, dass da irgendwo was voll ist, ne? Und irgendwann, ich verspreche es euch, kümmern wir uns auch um den Hafen. Polizei hatten wir hier, ne? Nee. Aber die passt da leider auch nicht rein. Aber da ist vielleicht gar nicht so schlecht, hier noch eine Polizeistation zu haben. Wobei, da haben wir auch eine. Müssen wir mal gucken, ob wir das so lassen. Weil hier, ich habe nämlich einen Plan. Fände ich es cool, wenn wir diese Fabrik halt irgendwie hier mit integrieren können. Irgendeine von diesen, von den großen. Cool wäre natürlich die. Die wird aber sehr schwierig. Müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze hier machen für die ganzen Dampfwagen. Für heute war es das erstmal wieder mit Anno 1800. Und ich finde das richtig geil, dass wir hier eine riesige Stadt haben, die mit dem Industriegebiet mittlerweile verschmolzen ist. Ein Großprojekt, eine große Stadt. Und mir gefällt die wirklich, wirklich sehr gut neben Hamburg. Ja, und deswegen würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen, wenn ihr euch oder wenn es euch genauso geht und euch diese Stadt auch gefällt, euch dieses Projekt gefällt, dieses Video, dann würde es mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen. Ich bin jetzt trotzdem erstmal raus. Bis zum nächsten Mal, euer Kenny Zockt. Bye, bye.